Wer freut sich nicht, wenn die Sommerzeit wieder beginnt? Wärme, Sonnenschein, Glückshormone, Grillabende, Baden gehen, Strände und einfach das Leben genießen. Bis es zum Hochsommer kommt und die Hitze unerträglich ist und man dann nachts auch nicht mehr so gut schlafen kann. Kennen wir doch alle das Gefühl, oder? Ich schon lange nicht mehr. Selbst bei der unerträglichen Hitze kann ich erholt und entspannt schlafen. Ich werde dir auch in dem Video einige Tipps mit auf den Weg geben, damit das du auch schaffen kannst. Aber ich schiebe jetzt erstmal eine Geschichte vorne rein, denn es war bei mir nicht immer so, dass ich im Hochsommer gut schlafen konnte. Begonnen hat alles, als ich mit der Rohkostreinigung anfing und mein Körper sich drastisch geändert hat, wie er in Bezug auf Hitze reagiert. Einerseits benötigt mein Körper weniger Flüssigkeit. Zum Beispiel mal jetzt schon seit Jahren ein Intervallfasten, 20 Stunden Fasten und 4 Stunden dann, wo ich meine Mahlzeiten und meine Säfte zu mir nehme. Und in den 20 Stunden trinke ich nicht mal irgendein Wasser zu mir, was man ja normalerweise beim Intervallfasten ja dürfte. Heißt, ich mache 20 Stunden Trockenfasten am Tag und das 365 Tage im Jahr. Also sozusagen mache ich durchgehend Ramadan. Wait a minute! Who are you? Jesus Christ! Natürlich verschanze ich mich jetzt nicht im Haus oder in einem kühlen Keller, sondern ich bin den ganzen Tag so gut wie draußen, arbeite im Folientunnel. Manchmal bin ich auch in der Mittagshitze drin, wo es dann auch im Hochsommer gut 30 bis 40 Grad hat. Oder ich trainiere auch in der Sonne oder mache mal meinen Tai Chi. Also ich bin sozusagen, wie gesagt, den ganzen Tag draußen. Außerdem schwitze ich dabei weniger und der tut auch nicht so übel riechen wie vor meiner Rohkostumstellung zum Beispiel. Hier habe ich auch einen guten Vergleichswert und zwar mein Vater, wenn wir gemeinsam im Folientunnel arbeiten, dann ist sein ganzes T-Shirt nass, weil er schon so stark anfängt zu schwitzen. Das tut auch übel riechen und er muss halt auch während der Arbeit regelmäßig trinken. An der Stelle ist es mir auch wichtig zu erwähnen, dass es gut ist, dass er das auch macht, denn so bleibt sein Körper hydriert und er kollabiert auch nicht, denn schließlich ist er jetzt wie ich kein jahrelanger veganer Rohköstler, der das auch schon sehr lange durchzieht und auch genau weiß, was er auch da tut. Und das ist auch wichtig für euch zu verstehen, alle die Punkte, die ich jetzt hier auch erwähnt habe, dass ihr das jetzt nicht unbedingt alles blind nachmachen sollt, dass ihr jetzt irgendwie in ein Gewächshaus geht, wo es 40, 50 Grad und dann da mehrere Stunden einfach arbeitet, obwohl ihr jetzt nicht die Rohkostreinigung schon jahrelang praktiziert und euer Körper sagt, dass ihr dann auch trinken sollt. Also eure natürlichen Zeichen des Körpers nicht einfach ignorieren, nur weil jetzt jemanden wie mich im Internet gesehen hat, der das einfach macht und ihr wollt das jetzt einfach blind nachmachen. Bei meinem jetzigen Zustand meines Körpers reicht es, wenn ich einen Saft trinke von 1 bis 1,5 Liter, dann hier meine Obstmahlzeit zu mir nehme, meine Monomahlzeit, die ja auch sehr wasserhaltig ist, dann eine Abendmahlzeit, dann wo ich halt Salat und Gurken zu mir nehme und ein bisschen Avocado und da ist halt genug Flüssigkeit da, um meinen Körper zu hydrieren. Sind alles gute Voraussetzungen für einen Plantagenarbeiter. Sollte ich vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Wenn es mir dennoch einmal zu viel wird und ich eine Abkühlung brauche, dann gehe ich einfach in den Schatten für 10 bis 15 Minuten, meditiere, mache Atemübungen, tue meine Hände vielleicht mal ein bisschen ins Wasser reinlegen und auch hier Abhärtungsübungen machen, die Shaolin. Und dann geht es dann eigentlich wieder nach der kurzen Zeit, dass ich dann wieder draußen im Tunnel oder auch wieder weiter in der Hitze weitermachen kann. Also den ersten Tipp, den Körper stets gut hydriert halten. Trink Wasser oder frisch gepresste Säfte. Wichtig dabei ist, wenn du Flüssigkeiten zu dir nimmst, dass sie halt lauwarm sind, damit dein Körper hier nicht unnötig Energie aufwenden muss, um zum Beispiel kalte Getränke auf Körpertemperatur aufzuwärmen. Ess auch sehr viel wasserhaltige und leichte Sachen, damit auch hier dein Magen-Darm-Trakt entlastest, damit der hier jetzt auch nicht unnötig Wärme verursacht und du jetzt nicht so ein schweres, dämpfendes Gefühl hast. Trotz dieser Hitze. Braucht der Körper nochmal zusätzlich mehr Energie, um die Verdauung gewährleisten zu können, bedeutet auch dementsprechend, dass dein Körper weniger Energie zur Verfügung hat, um hier auch den Körper abzukühlen bei der Hitze. Zusätzlich, dass ich auch schlechter schlafe, wenn ich vollgefressen ins Bett gehe. Von daher 2 bis 3 Stunden deine letzte Mahlzeit vorm Bett gehen zu dir nehmen. Mit Intervall, Saft und Wasserfasten kannst du nochmal zusätzlich deinen Verdauungstrakt auch weiterhin entlasten, damit dein Körper hier nochmal ein bisschen mehr Energie zur Verfügung hat und auch leichter wird. Die nächsten beiden Tipps zielen auf die körperliche Fitness ab. Das eine ist die Kampfkunst, die ich jetzt bei mir zum Beispiel mache mit Tai Chi und die dementsprechenden Atemübungen, die man in meinem Qigong findet.
Diese helfen mir runterzukommen, zu entspannen und mit der Bauchatmung kann ich hier auch mehr Sauerstoff meinem Körper zur Verfügung stellen. Und diese Atmung ist die effizienteste für den Körper, wo halt alle Organe optimal versorgt werden bei sehr geringem Aufwand. Somit kann der Organismus viel besser arbeiten. Das zweite ist die körperliche Fitness, welche sich auf das Krafttraining, also Muskelaufbau bezieht und auch das Ausdauertraining, also Cardio in Form von Laufen, Seilspringen, Fahrradfahren und vor allem beim letzteren einfach um sein Herz-Kreislauf-System nochmal zusätzlich zu trainieren. Aber hier darauf achten, ich würde jetzt nicht unbedingt bei der Mittagssonne gleich anfangen, Hochleistungstraining zu machen, hier irgendwelche Gewichte zu heben oder auch längere Strecken zu laufen. Lieber in den Morgenstunden oder auch in den Abendstunden, wo es halt auch ein bisschen kühler ist, wo es auch angenehmer ist zu trainieren. Muss er sich nicht rumquälen. Dann kommen wir zu einem Luxus, den ich mir immer sehr gerne gönne. Nach meinem Krafttraining, nach meiner Übungseinheit von der Kampfkunst und nach der anstrengenden Gartenarbeit auch, einfach mal sich zurücklehnen und in der Badewanne ein basisches Bad genießen, weil duschen mag ich nicht so gerne. Das Wasser, was ich mir hier einlaufen lasse im Sommer, ist lauwarm, es ist nicht kalt, einfach aus dem Grund, damit halt hier die Entgiftung besser voranschreitet. Ich habe schon ein ganzes Video dazu gemacht, zu den basischen Bädern, welchen gesundheitlichen Vorteile diese auch haben. Ich werde unten in der Videobeschreibung verlinken, also was nutze ich als Pulver für meine basischen Bäder, wie warm ist es, wie lange liege ich da drin und so weiter. Der Grund, warum ich in diesem etwas wärmeren Wasser liege, ist einfach das, dass ich den Körper ein bisschen austricksen möchte. Es ist halt so, dass wenn wir schlafen gehen, dass die Körpertemperatur sinkt. Das heißt, ich möchte erreichen, wenn ich aus der Badewanne steige und zu Bett gehe, dass mein Körper sich runterkühlt. Hier schlafe ich natürlich auch nackt. What? Um halt hier nochmal schneller den Körper runterzukühlen. Ich nutze auch keine warme Decke. Ich schlafe auch mal in meinem Sommer ohne Decke. Und ein wichtiger Tipp ist halt, dass ihr eure Jalousien über den Tag hinweg zumacht, damit euer Raum sich nicht unnötig aufwärmt. Das war's auch schon. Von daher, wenn du einen Mehrwert oder auch eine Inspiration von diesem Video bekommen hast, lass es mich gerne wissen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib auch gerne unten in die Kommentare, wenn du vielleicht noch eine andere Möglichkeit hast, die du nutzt, damit du vielleicht in der Nacht abkühlst und da auch besser schlafen kannst. Gerne kannst du auch den Kanal kostenlos abonnieren und hier an der Seite findest du noch zwei weitere spannende Videos, die dich interessieren können zum Thema Permakultur, wie man vielleicht sein eigenes Obst und Gemüse anbaut, wie hier zum Beispiel die Traube, die auch sehr viel Schatten spendet, oder auch weitere Themen zur Gesundheit, wie du deinen Körper weiter reinigen kannst. Findest du auch einige Sachen auf meiner Webseite, da kannst du auch gerne vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen.